Leute und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Commandos. Und diesmal ist das etwas Neues bei mir auf dem Channel und zwar, ich habe eine Webcam. Ich habe nicht nur eine Webcam, ich habe auch hier neue Kopfhörer und ich habe auch hier ein Ansteckmikro. Ich habe, keine Ahnung, hier unten liegt noch ein anderes Zeug rum, ein weiteres Mikro. Ich wollte ein bisschen, dass ihr mich auch seht, glaube ich. Ich glaube, das ist angenehmer und lustiger zum Zuschauen. Ja, ich habe hier auch ein bisschen mit dem Licht hier herumgespielt. Ja, ihr seht da oben Licht und hinten Licht und überall ist da so Licht drum. Ich glaube, das ist vom Licht-Setup ganz angenehm. Ich werde am Anfang einer jeden Folge ein bisschen was sagen hier. Da seht ihr mich dann im Vollbild, ja. Ist ein bisschen ungewohnt, ich schaue immer runter aufs Bild, anstatt dass ich in die Kamera schaue, aber das wird sich schon noch ändern, glaube ich. Und ja, am Ende des Videos und am Anfang eines Videos werdet ihr mich jetzt kurz sehen und dann erzähle ich vielleicht was über die aktuelle Reihe, was ich spiele und über die aktuelle Folge. Und hinterher seht ihr mich dann wieder so klein da unten irgendwo, aber nicht mehr als Foto, sondern eben immer als Video. Und entweder da unten ist bei Commandos, weil Commandos ist recht klein. Also vom Setup her, wenn das Spiel eingestellt ist. Und beim anderen Spielen seht ihr mich wahrscheinlich hier oder auf der anderen Seite. Das ist ziemlich ungewohnt, dass ich in die Kamera gucken muss. So, ja. Und dann ist das halt so. Und wenn das Spiel wieder vorbei ist, das Ingame-Spiel, dann mache ich mich wieder groß. Bei Commandos kann ich dazwischen eigentlich gar nichts machen, weil das ist immer Vollbild und da kann man gar nicht richtig raus. Und das ist so, wie es ist. Ja. Das stört uns jetzt aber auch nicht großartig. Ich werde das Spiel mal kurz hier starten. Nein, natürlich nicht. Ich starte das gleiche. Ich erzähle zuerst noch vorher was drüber, weil ich kann danach das Fenster nicht mehr bewegen. Das ist total strange. Und zwar, wir sind jetzt in der 12. Mission bei Commandos. Wir sind irgendwo in Afrika und sind gefangen genommen worden mit den 3 oder 4 Leuten, was da jetzt ist. Und da müssen wir uns jetzt über den Dächern von, ich glaube Marokko war das, durchschlagen. Schauen wir mal, wie wir das zusammenbringen. Ich bin da sehr gespannt. Ihr habt wahrscheinlich gesehen, dass ich jetzt in letzter Zeit keine Videos gemacht habe. Also was heißt letzte Zeit? Ich nehme fast jeden Tag auf, aber ich habe jetzt mal immer abwechselnd mal einen Tag Pause gemacht. Und zwar hauptsächlich wegen dieser ganzen Hardware-Geschichte. Ich habe etwas zusammensuchen müssen, damit ich mal schaue, was es überhaupt gibt. Und dann habe ich auch noch schauen müssen, dass ich die installiere und irgendwie zum Laufen bekomme. Und ich bin eh noch nicht ganz fertig, aber ja, soweit sind wir erstmal. Also ich wünsche euch mal viel Spaß jetzt mit der neuen Folge. Ich hoffe, ihr gefällt euch gefällt das. Wenn euch das gefällt, unten gibt es immer diese ganzen Abo-Button, sei es auf Twitch oder eben auf YouTube. Ja, ich hoffe, ihr seid dabei, schaltet ein, es würde mich freuen. Und jetzt viel Spaß. Das Spiel mal eingeschaltet. Es startet jetzt inzwischen im Hintergrund. Ist ein wenig laut, aber so ist das bei Commandos. Und jetzt machen wir es klein. So. Klein, so dass man es schon sieht. Sommer 1940. Die Achsenmächte haben ganz Westeuropa überrannt. Okay. Gut, es sollte, glaube ich, alles so laufen, wie eigentlich gewollt. Und wir können ja weiterspielen. Ist ein bisschen kompliziert, wenn man so alte Spiele spielt wie Commandos. Das funktioniert nicht richtig. Das gibt nicht den Ton richtig aus über die Soundkarte, die ich jetzt neulich auch noch dazu gekauft habe, sondern es gibt irgendwie in-game ab und dann muss man die Kopfhörer richtig anstecken, dann funktioniert das mit der Lautstärke nicht, dann hat das mit der Aufnahme nicht funktioniert, er hat alles aufgenommen, nur diesen Kanal nicht, also total schräg. Deswegen bin ich am Abend gesessen und verzweifelt bis zur Mitternacht, aber jetzt funktioniert es ja zumindest. So, schauen wir mal, was wir machen müssen in dieser Mission. Also, wir müssen hier entkommen, ne? Wir müssen den einen Typen hier aus dem Gefängnis retten, den hier, und dann müssen wir darunter zum Pfeil mit allen. Aber wir haben Gott sei Dank einen Spion diesmal mit. Und der Spion sollte uns jetzt helfen. Wie Sie wünschen. Diese Kopfhörer, die ich gerade aufhabe, sind eigentlich urangenehm und waren urbillig. Das sind keine Gaming-Headsets. Ich mache das nicht mit diesen Gaming-Dinger. Sind aber nur etwas groß und das Kabel zieht so. Das ist so ein riesiges Kabel. Ja, weiß nicht. Okay. Gucken wir uns mal um, wo sind unsere Leute? Ja. Also wir haben hier den Scharfschützen, wo ist der?
Der ist irgendwo in einem Haus, du musst in einem Haus sein, da oben. Ah ja, der ist da oben auf dem Dach. Bereit. Gut, das heißt, wir schauen mal, dass in wir... In Ordnung, wie Sie wünschen. Entweder aufs Dach kommen. Ich verstehe. Ja, aufs Dach. Ich muss jetzt mal schauen, wo ich hier überhaupt anfangen kann, jemanden zu erwischen, weil das ist gar nicht so ohne. In Ordnung. Gut. Die sind nämlich hier auf unterschiedlichen Ebenen, so wie ihr das seht hier. Und zwar haben die hier, die sind ganz oben und die können runterschauen. Jetzt ist die Frage, wo es überhaupt Verstecke gibt, wo kann ich überhaupt jemanden erwischen? In Ordnung. Den da zum Beispiel. Nee. Habe verstanden. Das ist nämlich jetzt gar nicht einfach. Gut. Ich sehe hier aktuell überhaupt nichts. Also nichts, wo ich anfangen könnte. Das ist immer so schwierig bei dem Spiel. Verstehe. Wie Sie wünschen. Habe verstanden. Und zwar, wo fängt man überhaupt an? Gut. So, was haben wir hier? Also wir haben da eine. In Ordnung. Dort einen. Wir haben hier auch ein Lager, also das heißt, es kommen auch Leute raus. Aus diesen Gebäuden mit den Fahnen kommen Leute raus, wenn ich Alarm mache. Also wenn ich jetzt wild herumballere, ist das schlecht. Für die, die das Spiel jetzt zum ersten Mal sehen, man hat hier diese Charaktere. Drei, das eine ist ein Gefangener, der wird nichts können. Bereit. Und ich bewege mich hier, werdet das hier sehen. Ich schaue mir diese Sichtradien von diesem Menschen an. Es könnte durchaus sein, dass ich jetzt ganz, ganz hinten anfangen muss, um überhaupt jemanden zu killen. In Ordnung. In Ordnung. Habe verstanden. Wenn sicher bin ich mir nicht. So, wo ist der Marine drin? Der ist da unten. So, wer sieht jetzt hier hin? Also dahin, glaube ich, könnten wir gehen. Das wäre ein Platz, das stören wir niemanden. Bereit. Okay. Nein, wir gehen wieder zurück. Wir holen uns mal den anderen. In Ordnung. So einfach ist das gar nicht. So, schauen wir mal, ob es denn funktioniert. Gut. In Ordnung. In Ordnung. So, meine Idee ist, ich halte den hier auf. Gut. Während das die drei jetzt zum Beispiel gerade wegschlafen. Wie Sie etwas schneller, bitte. Ich verstehe. Und die, glaube ich, mal salutieren, genau. In Ordnung. Wie Sie wünschen. Blödsinn. Naja, ich kann den überhaupt aufhalten. Wieso nehme ich ihn nicht einfach mit? Mit mitnehmen meine ich, wieso bringe ich ihn nicht einfach um? Wie Sie wünschen. In Ordnung. Gut. So, warte kurz. Guten Tag. Gut. Guten Tag. Eins. Wir speichern hier mal, machen so eine Art Quicksave. So gut wie erledigt. Okay. Ich muss hier die Gebäude nutzen, dass ich immer wieder reingehe. Damit das ich mich verstecke. Leicht. Gut. Also er ist jetzt mal draußen und kann verwendet werden. Wir haben nur noch den Scharfschützen, der hat jede Menge Schussbrett. Auch das wird notwendig sein, dass ich wahrscheinlich jemanden vom anderen Dach oder irgendwie abschalte. Wobei ich ja eigentlich überall hin kann. Oder gibt es irgendwo einen Platz, wo man gar nicht gehen kann und trotzdem jemand steht? Nein. Auf dem Turm? Nein. Okay. Bereit. Gut, wer sieht denn den Typen hier? Der hier? Ja. In Ordnung. Aber das ist unmöglich. Bitte, der jetzt, geht der jetzt um ich die verstehe. Ecke? Nein, okay. Wie Sie wünschen. Gut. Meine Idee ist, ich gehe und halte den mal auf. Der sieht so weit rüber. Habe verstanden. Der sieht eigentlich gar nicht. Ich könnte ihn tatsächlich schnappen. Und das werde ich jetzt auch machen. Wie Sie wünschen. Wer sieht denn noch daher? Der hier? Nein, der sieht verstanden. Auch nicht. Guten Tag. So. Wie Sie wünschen. In Ordnung. Überlassen steht jetzt Sie mal das auf. Mehr. Wir werden den jetzt von hinten messern. Und zwar, wenn die Dreierpatrouille von hier weg ist. Es ist gar nicht so einfach. Ja, und zwar jetzt gleich. Schon unterwegs. Bin schon unterwegs.
Das ist doch leicht. Hey, wer ist da? Komme schon. Man hat mich ganz kurz gesehen, aber ich glaube, der... Bereit. In Ordnung. Ja, das war zu kurz. Habe verstanden. Okay, das hat geklappt. Wir speichern hier über diesen neuen Spielstand noch. Gut, was haben wir noch als nächstes? Also wir haben zumindest mal unten jetzt den ersten freigeschaltet und könnten jetzt auch rauf. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wann wir da rauf gehen. Wie Sie wünschen. Gucken wir mal. In Ordnung. Habe verstanden. Wer schaut denn überall hier hin? Schaut jemand da runter? Ja, der. Also aber hier nicht. Gut, der kommt da runter, soweit ich das gesehen habe, glaube ich, letztes Mal. Und den erwische ich jetzt dann und lege ihn hier genau hier hin, wo ich jetzt bin. Hier in diesen Schatten. Ich verstehe. Wie Sie wünschen. In Ordnung. Ich verstehe. So, das sieht nämlich niemand. Weil das ist quasi zu weit oben. Der sieht da nicht hinter die Treppe. Und auch das war jetzt gut. Ich verstehe. In Ordnung. So, was haben wir noch? Habe verstanden. Wie schaut der? Der sieht nichts. Wie schaut der? Der sieht's auch nicht. Der rennt wie da Sie rum. Wünschen. Gut. Wie Guten Sie Tag. Wünschen. Hm? Also meine Idee ist, ich kratze jetzt darauf. Da wo der jetzt ist. Überlassen Sie das mal mir. Das war nicht gut. Ich will den mich töten und runtertragen und daherstellen. Das ist die Idee. Ich weiß nicht, ob sich das ausgeht. Deswegen blockiere ich den da oben. Es ist jetzt nicht mehr ganz so wie früher, dass man sagt, man... Schon unterwegs. Überlassen Sie das nur mir. Zieht mich der? Das ist doch leicht. Überlassen Sie das nur mir. Okay, jetzt wäre ich mit dem auch schon am Dach rum. Speichern wir. Ich weiß nicht, ob sich das ausgeht. Der bleibt ja alle paar Meter mal stehen, der Mensch da. Doch, das wird sich ausgehen. Sieht jemand dahin zum Beispiel? Ja, der da. Es ist ein bisschen ein Wahnsinn, weiß, wie viele Menschen das hier rumlaufen. So gut wie erledigt. So, jetzt aber. Das ist jetzt meine Chance. Nein, nicht ganz. Schauen wir mal kurz, weil jetzt ist diese Dreierpatrouille da rechts weg. Komme schon. Das tut weh. Aber so ähnlich machen wir es trotzdem erst. Komme schon. Okay, bin schon unterwegs. Das tut weh. Boah. Überlassen Sie das mal mir. Weiter. Wer hat mich jetzt gesehen? Der hier? Ich glaube schon. Der hat mich gesehen. Okay, wer hat mich noch? Wer könnte mich noch gesehen haben? Also der hier eventuell? Was ist mit dem da eigentlich? Wow, auch der sieht so weit. Wer sieht denn den Typen da? Der da hinten. Naja, und dennoch, ich muss den. In Ordnung. Wie Sie wünschen. In Ordnung. Guten Tag. Gut. Okay, ich werde den jetzt mal da vorne aufhalten. In Ordnung. Hm? So, der ist jetzt ziemlich nah an der Treppe. Schauen wir mal, ob das was hilft. Komme schon. Überlassen Sie das nur mir. Das geht so. Komme schon. Schneller. Überlassen Sie das nur mir. Okay, also wenn sich der jetzt umdreht und wegrennt, der kommt jetzt wieder zurück, aber der geht wieder weg. Wenn der weggeht, gehen wir da rauf und dann holen wir uns den. Komme schon. So, jetzt aber schnell. Wer hat uns jetzt gesehen? Der da hinten. Ist nicht ganz aufgefallen, wer uns gesehen hat. Ich glaube, der da hinten war es.
Also wenn das Fenster so klein ist, dass da zwei, drei auf einmal zusammenspielen müssen, wird es schon echt kompliziert. So, der geht jetzt runter. Das war, glaube ich, der hier. Komme schon. Jetzt aber. Überlassen Sie das nur mir. Okay, bin schon unterwegs. Komme Sehr schon. gut. So gut wie erledigt. Wahnsinn. Bereit. Okay, wie ihr seht, das wird nicht unbedingt einfach in dem Spiel. Sagen wir mal ganz im Gegenteil. Gut. Okay, so, wer ist der Wie Nächste? Sie wünschen. Gut. Also gut wäre, wenn ich den jetzt hier erwischen In könnte. Das heißt, Ordnung. ich schau mal, dass der jetzt in die andere Richtung guckt. Wie Sie Guten wünschen. Tag. Wie weit geht der? Schon unterwegs. Bin schon unterwegs. Okay. Aua, das tut weh. Hat mich jetzt gesehen? Der hier? Wir können das mal so probieren. Wir nehmen diese Leichen Schon unterwegs. Bin schon und stellen unterwegs. sie dahin. Okay. Bin schon unterwegs. Okay. Das ist doch leicht. Komme schon. Dann stellen wir mal das So gut Radio wie auf. erledigt. Das ist Mal doch sehen, ob jemand leicht. diese Leichen überhaupt sieht. Sieht er die Leichen? Und der geht immer so nah ran. Das kennt sich gerade nicht aus, dass er es sieht. Schon unterwegs. Okay. Überlassen Sie das nur mir. Ich glaube, das klappt. Ich werde ihn runterlocken, wenn er das nächste Mal da ist. Ist gar nicht so ohne. Okay, Fingerknacksen hört man ganz schön gut auf diesem Mikro. Man hört mich jetzt auch ein bisschen anders, ist ein bisschen dumpf. Ich habe zwar jetzt so einen Equalizer, aber ich würde mal probieren, ob man mit dem was retten kann. Das ist doch leicht. So gut wie erledigt. Na toll, ausgerechnet jetzt ist Schon diese Dreierpatrouille unterwegs. da. Überlassen Sie das nur mir. Das ist doch leicht. Bin schon Gut, unterwegs. okay. Überlassen Sie das nur mir. So war das So gut wie geplant. erledigt. Bereit. So, was haben wir noch? Gut. Also den haben wir auch Wie erledigt. Sie wünschen. Wie weit sieht der eigentlich? Na, den hier können wir, glaube ich, da unten einfach erledigen. In Ordnung. Ich fürchte nein. Wie Sie wünschen. In Ordnung. Was fürchtet Gut. er? Nein. Das geht auf keinen Fall. In Ordnung. Gut. Okay. Ich werde jetzt schauen, dass der hier wegschaut. Wer sieht hier eigentlich? In Ordnung. Abgesehen von dieser komischen Patrouille hier. Wie Ja. Sie wünschen. Gut. Der hier schaut zu gefährlich. Das heißt, ich muss schauen, dass ich den jetzt mal umdrehe. Habe verstanden. Dann komme ich mit dem so rüber und hole mir den Typen da. In Ordnung. Ich verstehe. Aber wie hole ich mir den Typen? Warte, ich glaube, der Plan ist unausgegoren. Also was, der rennt jetzt da hin und her. Jetzt hätte ich zum Beispiel ein Zeitfenster, dass ich da rüberlaufe und zack, mach mit dem. Schaut der rüber? Schaut der rüber? Ja, auch der sieht was. Wahnsinn. Wir probieren es Wie Sie trotzdem. wünschen. Komme schon. So, wir gehen da jetzt so rüber. Schon unterwegs. Komme schon. Sehen nämlich eh nicht da Okay. unten. Bin schon unterwegs. Überlassen Sie das Wir nur bleiben hier mir. geduckt. Ich glaube, da sieht man mich nicht. Komme schon. Wow, wow, Schon wow, wow. unterwegs. Halt! Wer ist da? Bin schon unterwegs. Halt! Bereit. Gut. In Ordnung. Wie Sie wünschen. Jetzt komme ich den mal einfach von hinten Habe abholen. Mal sehen, verstanden. ob es klappt. Der hat nur gesagt, halt, aber hat sonst nichts gesagt. Aua, das tut weh. Nur weil ich ihn weggeschubst habe. Okay, er sieht mich, das ist etwas blöde. Ja, wo können wir sonst hin? Komme schon. Wir müssen dennoch Schon weiter. Wir unterwegs. stellen es mal da hinten hin. Wir müssen irgendwie
Ich könnte dir das auch mal in Ruhe lassen, eine Zeit Überlassen Sie lang. das nur mir. Und probieren, die Leute hier oben zu erwischen. Bereit. Ja, das machen wir jetzt auch. In Ordnung. Gut. Wir lassen den in Wie Sie Ruhe. wünschen. In Ordnung. Schauen wir mal, dass wir hier oben Verstanden. vielleicht jemanden erwischen. In Ordnung. Wobei ich noch Wie nicht Sie sicher bin, wünschen. wie. Ich verstehe. Also, wo schaut der hin? Wenn ich da oben jetzt etwas abstelle, was passiert dann? Habe ich jetzt gesehen. Was mit dem? Auch der ist gefährlich. In Ordnung. In Ordnung. Ist eher fürchterlich. Gut. In Total Ordnung. fürchterlich. Gut. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, der Herr Nazi. So, wir Komme gehen da schon. mal hin. Ich glaube, da sieht er uns nicht. Der hier sollte uns nicht sehen. Ich hoffe, das geht So sich gut aus. wie erledigt. Ich bin eh geduckt. Da kann doch gar Was? kein. So wie zum Thema, ich bin geduckt. Komme schon. Wir machen das anders. So So. gut wie erledigt. Ich weiß schon wie. Zwar Okay, stelle ich hier das bin Radio schon auf. unterwegs. Das ist doch leicht. Komme schon. Bereit. Ich verstehe. Wie Sie Ich hole mir wünschen. den runter. So gut Also, wie erledigt. das klang jetzt blöd. Das war nicht so. Ich Aber hole mir den verstanden. jetzt hier zum Ablenksender. So Ich war das verstehe. gemeint. Aber verstanden. So, und jetzt machen wir das mal so. Der hier. Das ist doch leicht. Ablenksender Überlassen Sie ein. das nur mir. In Gleich Ordnung. zwei wollte ich jetzt nicht Wie holen. Sie wünschen. In Ordnung. Gut, guten Tag. Habe verstanden. Ja, weil die jetzt alarmiert sind. Wie Sie wünschen. In Ordnung. Wie Sie wünschen. In Ordnung. Gut. Ich verstehe. In Ordnung. Bereit. Ja, Gut. das In klappt, finde Ordnung. ich, immer gut bei dem Habe Spiel. verstanden. Dass es Wie überhaupt Sie klappt, finde ich wünschen. ganz seltsam. Gut. Aber es hat In geklappt. Ordnung. Also, man sticht den So einen gut wie ab und nicht mal erledigt. einen Meter daneben Bin schon fällt es dem nicht unterwegs. auf. Gut, er hat auch nicht Okay. hingeschaut, ne, muss man auch Bin sagen, schon aber unterwegs. Bereit. Das dennoch. ist doch leicht. Gut, wir sind Ich jetzt, verstehe. wir haben ja schon einen kleinen Bereich geklärt, der ziemlich eng war. In Ordnung. Ich finde das ziemlich schwierig, immer wenn es so eng ist bei dem Spiel, Wie Sie aber wünschen. In Ordnung. wir machen das ja nicht so schlecht, ne? So, was machen wir als nächstes? Gut. Müssen jetzt schauen, dass wir jetzt darauf kommen. Ich Wir haben verstehe. jetzt mal den Bereich unten geklärt, es kann der auch auf die Leiter rauf und runter, ohne dass mich jetzt jemand hier großartig. Aha, wir probieren noch was. Wir nehmen Okay, diese Leute komme mit. schon. Vielleicht sieht das Schon jetzt niemand. unterwegs. Und stellen die da hinten ab. Das ist ein Bereich, wo keiner So gut wie hinschaut. erledigt. Ich möchte nämlich jetzt das Radio mal hier unten aufstellen. Vielleicht klettert der die Leiter runter. Okay. Das wäre sehr, sehr praktisch. Schon unterwegs. Bin schon unterwegs. Überlassen Sie das nur Und mir. die Leute stellen wir nur deswegen weg, weil sonst kommen Komme die daher schon. und dann machen die Alarm und ah und so weiter. Da schreien die immer rum, ah, Alarm, Das ist Alarm. doch leicht. Schon unterwegs. So, okay, Radio Komme aufstellen. schon. Okay. Bin schon Schauen wir mal, ob es unterwegs. funktioniert. Wir speichern kurz. Überlassen Sie das nur mir. Auch das ist eine Bereit. praktische Geschichte. Wenn ich das Radio Wie Sie aufstelle, drehen wünschen. sich die zwei da um. Habe verstanden. Okay. Überlassen Sie das nur mir. So gut wie erledigt. Bereit. Wie Sie wünschen. Also wenn Habe ich das Radio verstanden. einschalte, In Ordnung. drehen sich die Ich zwei verstehe. um. Was ist denn, wenn ich den hier einfach töte, den Typen da? Wer sieht den? Der sieht den. Wie Sie wünschen. Bin ich mal gespannt. Also wenn ich ihn trotzdem töte. Habe verstanden. Was ist mit dem hier? Ich glaube, das funktioniert trotzdem. In Ordnung. In Ordnung. Gut. Sehen die jetzt die Habe Leiche? verstanden. In Ordnung. Ich verstehe. Gut.
Wie Sie wünschen. In Ordnung. Gut. Habe verstanden. Töte ich den zweiten auch noch? In Ordnung. Heilung, ein Verletzter! Einen können wir erwischen. In Ordnung. Den einen sieht niemand, oder? Nee. Gut. Gut. Das war ein Free Frag. Der Free Frag. Das ist so wie bei Star Trek. Diese Typen mit dem roten Anzug, die haben auch so einen Namen. Fällt mir nicht ein. Werde ich nicht recherchieren und reinschneiden. Bin zu voll. In Ordnung. Brauch mehr Follower für mehr Zeit für die Aufnahmen. Gut. Liked meine Videos. Nein, Spaß. Ich weiß immer nicht, was ich als nächstes machen soll. Da labere ich immer irgendwas rein daher. So. Wir haben hier die drei Leute. Einen Toten. Der Tote hat's verdient. Was ist denn mit dem hier eigentlich da? Was ist, wenn wir den hier jetzt irgendwo abstellen? Zum Beispiel da hinten. Was ist denn da? Noch einer. Meine Güte. Die sind ja überall. So, wir müssen uns echt langsam, aber sicher voranarbeiten. Also, wie erledigen wir die drei hier? Wo guckt der hin? Wie dreht sich der? Das ist die Frage. Also, das hier ist ein toter Winkel zum Beispiel. Für ihn zumindest. Was ist denn mit dem da oben? Wo schaut denn der? Junge, Junge. Was machen die überhaupt alle auf den Dächern hier oben? In Wahrheit, meine ich. Was tun die da? Boah, der schaut weit. Also das hier ist ein toter Winkel. Gut. Eins. Die Idee des toten Winkels ist der. Nein, noch nicht mal richtig. Ich müsste die echt da runtertragen. Ich möchte die nämlich von hinten, wenn es geht, mit dem hier einfach, also ich schalte das Radio ein, die zwei drehen sich um, dann komme ich von hinten, zack, zack, bring sie um und trage sie dahin. Sieht jemand das? Komme schon. Schon unterwegs. Mensch, nicht du. Bereit. Wie Sie wünschen. Gut. Den kann ich, glaube ich, einfach abmurksen und darunter tragen. Wenn ich das jetzt so richtig interpretiert habe. Und zwar irgendwann, wann keiner hinschaut. Von den zweien. Wie Sie wünschen. Ich verstehe. Jetzt. Gut. In Ordnung. Wie Sie wünschen. Ich verstehe. In Ordnung. Wie Sie wünschen. In Ordnung. Sieht das jemand da oben? Ich glaube nämlich, auch das ist ein toter Winkel. Nein? Ich bin der Tote, nicht der Winkel. Also. Gut. Wie Sie wünschen. In Ordnung. Na gut, dann lenken wir den mal so ab, dass er uns nicht anschaut. So. Jetzt gehen wir dahin. Okay. Überlassen Sie das nur mir. Wir speichern und. Bin schon unterwegs. Jetzt. Nicht. So gut wie erledigt. Das ist doch leicht. Okay, komme schon. Schneller. Schon unterwegs. Okay, so gut wie erledigt. Alles gut? Bereit. Das war doch der Punkt, wo der nicht hingeschaut hat, oder? Ich verstehe. Ein Verletzter! Nein, war es nicht. Alarm! Alarm! Was passiert bei Alarm? Das haben wir uns gar nicht angeschaut. Also es kommen hier ein paar Leute raus. Ja, wir wollen nicht noch mehr Leute, das ist ja urdumm. Ja, das ist knapp, die Geschichte ist hier knapp. Bin schon unterwegs. So gut wie erledigt. Schneller Mensch. Das ist doch leicht, so gut wie erledigt. Okay. Komme schon. Das ist doch leicht.
Schon unterwegs. Okay. Ich behalte ihn einfach am Rücken, mal sehen, was passiert. Ich verstehe. Wie Sie wünschen. Gut, auch das ist nicht schlecht. Habe verstanden. Jetzt weiß ich nicht, ob ich speichern soll, weil... Was mache ich mit dem am Rücken? Wenn ich jetzt mit dem Typen da am Rücken bleibe, was hilft mir das? Aua, das tut weh. Autsch. Hat nicht geklappt. Die von unten haben mich gesehen. Was passiert, wenn ich hier... So gut wie erledigt. Das ist doch leicht. Ach so, machen wir das mal anders. Wenn die doch eh immer da hinschauen, setze ich mal das Radio dahin. Dann gucken die mal alle weg. Schon unterwegs. Okay. So gut wie erledigt. Schon unterwegs. Vielleicht ist das eine Hilfe, dass die alle in die falsche Richtung schauen. Und dann, mal sehen, was jetzt passiert. Überlassen Sie das nur mir. Bereit, wie Sie wünschen. In Ordnung. Ich verstehe. Hat nicht so viel gebracht. Überlassen Sie das nur mir. Ich drehe den in die falsche Richtung, den Typen da. Ne, das war nicht gut. Bin schon unterwegs. Vielleicht kann ich das Radio da vorne hinstellen. Komme schon. Schon unterwegs. Überlassen Sie das nur mir. Komme schon. Okay. Das ist doch leicht. Bin schon unterwegs. Schauen wir, was passiert. So gut. Überlassen Sie das nur mir. Bereit. Ich verstehe. Wie Sie wünschen. Habe verstanden. Ich verstehe. Habe verstanden. In Ordnung. Wo hat der jetzt den gesehen? Aber das ist nicht schlecht. Bereit. Ich verstehe. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, das ist gut. Habe verstanden. Warte, ich muss mal das Radio da wiederholen. Sie das nur mir. Eins, mach mal Radio jetzt. Das ist doch leicht. Bereit, wie Sie wünschen. Ach komm schon. So, bereit. Sechs. Ich verstehe. Dahin. Eins. Wir warten jetzt kurz, dass der jetzt wieder hier in der Nähe ist. Dann schalten wir das Radio ein, dann drehen sich die Leute mal um. Dann sollten wir den endlich da nehmen und irgendwo hinschleppen. Dahin. Und dann hoffentlich den zweiten auch noch. Überlassen Sie das nur mir. Wie Sie wünschen. Ich verstehe. In Ordnung. Habe verstanden. In Ordnung. Gut. In Ordnung. Habe verstanden. Es kommen mehrere. Gut. Ich stelle nicht, wenn mehrere kommen, dann bringe ich die einfach rum. Wie Sie wünschen. Gut. In Ordnung. Komm schon, Mensch. Das war auch nicht gut. Aber das war gar nicht so schlecht. Von mir aus können die herkommen. Überlassen Sie das nur mir. Ich verstehe. Habe verstanden. So, nochmal. Also, du schaltest dein Radio ein. Nein, falsch. Du schaltest dein Radio ein. Wir probieren das nochmal. Überlassen Sie das nur mir. Wie Sie wünschen. In Ordnung. Ich verstehe. Gut. So. Habe verstanden. In Ordnung. Und jetzt müsste ich den hier auch noch mitnehmen. Habe verstanden. Gut. Ich verstehe. Wie Sie wünschen. In Ordnung. Habe verstanden. Gut. In Ordnung. Na, das aber. Wie Sie wünschen. In Ordnung. Gut. So, und das jetzt klappt. Das ist doch leicht. Dann war das ein Meisterzug. Dann war das auch der letzte Zug für diese Folge, weil wir sind auf die 34 Minuten schon drauf. Ja, auch das hat geklappt. Gut, wir speichern hier an der Stelle wieder über unseren Temp-Spielstand. So, und an der Stelle schalten wir kurz wieder auf Großbild. Hallo. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben jetzt die Hälfte der Mission jetzt schon fast ausgespielt. Nein, das war nicht ganz die Hälfte, aber wir haben einen wichtigen Teil gemacht. Ich hoffe, es macht euch Spaß.
wenn euch das Video gefällt, das, was ich hier mache, unterstützt mich. Wieder Borat. Nein. Unterstützt mich, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich spiele jetzt anschließend, glaube ich, noch eine Runde weiter. Das nehme ich auch noch auf und es freut mich, wenn es euch Spaß macht. Wir sehen uns gleich wieder.